Damn. Um den maskierten Rapper SpongeBoss ist es aktuell ziemlich ruhig geworden. Nach seinem Platz 1 Album Plankton Weed Tape zeigt sich SpongeBoss aktuell nicht gerade aktiv auf seinen Social Media Profilen. Sein letzter Facebook-Post liegt bereits über 2 Monate zurück und das bei fast 500.000 interessierten Facebook-Friends. Die Fans spekulieren jetzt, ob diese Abstinenz auf Differenzen im Hintergrund basiert. Kollega erklärte bekanntlich in zahlreichen Interviews, dass SpongeBoss sein ehemaliger Freund und Feature-Partner San Diego sei. Außerdem zeigt sich der Alpha Music Empire-Chef in letzter Zeit immer wieder mal mit John Webber, einem ehemaligen Kollegen San Diegos. Gemeinsam mit John Webber baute er das Label Money Rain Entertainment auf. Aufgrund von Differenzen distanzierte sich San Diego in der Zwischenzeit. John Webber veröffentlichte 2015 gemeinsam mit Yuri das Kollabo-Album Player Modus im Hater Fokus. John Webber erklärt jetzt via Facebook, dass das Schweigen vorbei sei und er jetzt in den Krieg ziehe. In den Kommentaren spitzt sich das Ganze immer mehr zu und es scheint letztendlich auf einen Enthüllungstrack hinauszulaufen. Auch Julians Blog scheint im Visier von John Webber zu sein. In einem aktuellen Facebook-Post erklärt er, er habe eine Dokumentation über die Familie des YouTubers gesehen. Julians Blog wurde jahrelang Opfer von innerfamiliären Sexualübergriffen. In einem weiteren Post veröffentlicht er das Artwork eines fiktiven Films mit dem Titel Julian Kiss. Der Film zeige einen gescheiterten Rap-Anfänger, der sich mittels Oralverkehr, Online-Videoplattformen und Social Media zu einem der bedeutendsten Rap-Analytiker des Landes erhebt. Webber spielt mit dem Cover und dem Inhalt an Julians Blogs eigene Rap-Versuche an. Julian Severing, so Julians Blog bürgerlich, veröffentlichte im März 2013 sein Album Analyse, mit dem er die Top 100 der Charts verpasste. Wann der Enthüllungstrack von John Webber erscheinen wird, steht aktuell noch nicht fest. Man kann zudem gespannt sein, ob durch den Kontakt mit Kollega eine engere Zusammenarbeit mit dem selbsternannten Boss und dessen neuem Label Alpha Music Empire resultieren wird. Was denkt ihr, wird uns auf dem Enthüllungstrack über Julians Blog und SpongeBoss erwarten? Könntest du dir vorstellen, dass Kollega John Webber auf seinem Label Alpha Music Empire sein? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.